Auch die Bahn muss kämpfen. Mit einem Gegner, der unbesiegbar scheint. Es war ganz warm. Aber ohne Maske, ohne Brille, ohne Handschuhe, das geht nicht. Corona gibt den Takt vor. Ein Rekordverlust von 3,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2020. Bis zu 90% weniger Fahrgäste. Trotzdem, mitten in der Krise will die Bahn mehr denn je das Unternehmen Zukunft sein. Nie waren die Ziele ehrgeiziger. Die 20er Jahre stehen unter dem Motto: Machen, jetzt, es wird das Jahrzehnt der Schiene. Schnelle Züge, quer durch Deutschland, pünktlich im Halbstundentakt. Schon in 10 Jahren. Mit starken Worten, mit starken Vokabeln ersetze ich noch nicht die Realität. Und die Realität ist ernüchternd. Die Schulden der Bahn sind auf Rekordhoch. Und das Schienennetz steht vor dem Kollaps. Welche Zukunft hat die Bahn? Dies ist ein Film über große Pläne und Verzögerungen im Betriebsablauf. Über einen Konzern in Schieflage und über Menschen, die der Bahn ein Gesicht geben. Grüße Ina, der Harald hier in Lüneburg. Ich bin dann da, ne? 2902 ist da. Alles klar, bis dann. Jo, tschüss. 15 Monate haben wir die Bahn beobachtet. Harald Ketelhöhn ist sozusagen Mangelware. Seit 32 Jahren ist er Lokführer. Hätte die Bahn doch nur mehr wie ihn. Ich denke, dass der unregelmäßige Schichtdienst die Leute abschreckt. Früh, spät, Nacht. Und dann kommt natürlich das Wochenende mit zu, was ja eigentlich der Familie heilig ist. Also ich kann für meine Familie sagen, die lebt nach meinem Takt, nach meinem Dienstplan. Und dafür sind viele Menschen nicht mehr bereit. Ketelhöhn steuert den Regionalexpress zwischen Lüneburg und Kiel. Der Job hat sich mit den Jahren verändert, ist anstrengender geworden. Heute ist er fast immer allein unterwegs. Grundsätzlich fährt nur auf jedem 5. Zug ein Schaffner mit. Wenn man vielleicht Freitagabends mal unterwegs ist oder Sonnabendabends und der eine oder andere zur Disco möchte und schon vielleicht das eine oder andere Bier zu viel getrunken hat, denn das alleine alles zu klären, ist unangenehm. Die Aggressivität hat schon deutlich zugenommen. Arschloch, Blödmann, Sauhund, das sind so die Standardworte, die man öfters mal zu hören bekommt. Und das als erfahrener Lokführer für rund 3.500 Euro brutto. Harald Ketelhöhn ist als Gewerkschafter bei der GDL aktiv und kann deshalb sagen, was manch anderer sich womöglich nicht zu sagen traut. Man hat manchmal so den Eindruck, dass es immer mehr Häuptlinge gibt, aber viel zu wenige Indianer. Natürlich versucht man auch Indianer zu bekommen. Lokführer, Zugbegleiter, Blosser, Elektriker, alles wird versucht. Aber irgendwie hat man immer den Eindruck, dass der Wasserkopf immer höher wird. Und auch was die Motivation angeht oder zu sagen, ey, das hast du mal gut gemacht. Je weiter man nach oben guckt, habe ich das Empfinden, wird das viel weniger wahrgenommen. Er ist so etwas wie ein Hoffnungsträger für die Bahn. Markus Flasswinkel will Lokführer werden. Hier werde ich ins Gegengleis geleitet. Das sind immer so Kleinigkeiten, die zwischendurch mal auftauchen. Im Nebenraum beäugen die Mitschüler und Ausbilder, wie sich Markus im Loksimulator schlägt. Noch wirkt das wie ein Computerspiel. Aber der Druck ist groß. Fehler sollten nicht passieren. Gravierendste Folgen, wenn man Haltzeichensignal überfährt, sprich ein rotes Signal. Das bedeutet draußen zumindest direkt einen Feierabend und hier drinnen einmal Kaffee trinken ohne Kaffee. Traumjob Lokomotivführer? Auch nicht für Markus. Er war vorher Koch. Aus gesundheitlichen Gründen ging das nicht mehr. Die Arbeitsagentur hat ihn hierher vermittelt.
auf dem Bahnübergang. Was ich in echt jetzt erwischt hätte. 4711-3 hier. Auch extreme Situationen trainieren sie hier. Alles streng nach Vorschrift. 4711-3, Standort 3,66. Gleis 1 im Bahnhof Povelsberg. Ja. So, dann machen wir den Befehl gültig mit der Simulator-Uhrzeit 13.29 Uhr. 13.29 Uhr. Alles klar, danke. Bei mir ist alles in Ordnung. Alles klar, danke. Ciao. So. Hast du jetzt irgendwas falsch gemacht, oder? Nee, das kann auch in echt passieren. Ich habe gebremst und das ist, wenn man mit knapp 1100 Tonnen mit knapp 100 fährt, steht man nicht mal eben so. Was waren jetzt, ich würde jetzt mal grob schätzen, gut und gerne 700 Meter, die ich knapp gebraucht habe, bis zum Stillstand. 17 Monate war Markus Flasswinkel krankgeschrieben und arbeitsunfähig. Der Intensivkurs macht aus ihm nun in 11 Monaten einen Lokführer. Eigentlich geht die Ausbildung über 3 Jahre. Man muss wirklich 12 Stunden am Tag dahinter stehen, zu Hause was tun, Familie hinten anstellen, Freizeit hinten anstellen. Ansonsten ist es in 11 Monaten nicht zu schaffen. Und das tue ich, lernen, lernen, lernen. Und bisher sieht's gut aus. Lokführer werden derzeit verzweifelt gesucht. Rund 2000 Stellen sind unbesetzt. Bis zu 1000 angeblich allein bei der Deutschen Bahn. Ein Blick zurück zeigt, das Problem ist nicht neu. Im Gegenteil. Für viele Jungs ein Kindertraum, Lokomotivführer. Die Bundesbahn in Hamburg sucht ausgebildete Elektro- oder Metallfacharbeiter. In einer 18-monatigen Ausbildung sollen diese zum Lokführer geschult werden. Seit Jahrzehnten bekommt die Bahn die missliche Lage nicht in den Griff. Die Deutsche Bundesbahn sucht Lokführernachwuchs. Allein im Bereich der Bundesbahndirektion Hamburg müssen jährlich 100 Lokomotivführer neu eingestellt werden. Jetzt, da die Bundesregierung ein Jahrzehnt der Schiene ausgerufen hat, fällt der Lokführermangel besonders ins Gewicht. Goldene Zeiten für die Ausbilder wie Sebastian Schlemmer. Ein Desaster für die Eisenbahn. Ich glaube, das kann man nicht der Deutschen Bahn alleine in die Schuhe schieben. Also die Deutsche Bahn fährt halt nun mal im Auftrag von der Bundesregierung, muss man mal also im Groben sehen. Man hatte das schon wirklich vor 20 angefangen, die Fehler zu machen, die sich, weil man nicht weit genug gedacht hat, heute auswirken. Ach, das müssen wir nicht durch. Das sieht heute soll plötzlich alles möglichst schnell viel besser werden. Einstellungsoffensive. Deutschlandtakt. Mehr Fahrgäste. Steht im Berliner Koalitionsvertrag. Genau richtig. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das ist einfach, man hat ein Wahlversprechen mal irgendwann gegeben und möchte jetzt versuchen, das irgendwie auf Biegen und Brechen einzuhalten. Berlin, Bundesverkehrsministerium. Hier wird die Bahnpolitik gemacht. Seit Jahrzehnten aber hält sich der Bahnenthusiasmus im Autoland Deutschland in Grenzen. Und seit 11 Jahren kommt der Hausherr aus Bayern, der Heimat von Audi und BMW. Trotzdem, im Januar, noch vor Corona, gibt sich der Minister als Vorkämpfer. Die Umstände sind günstig. Das zeigt die Bahn selbst in schicken Werbefilmen. Wie erreichen wir eigentlich unsere Klimaziele? Wie sichern wir die Bewegungsfreiheit für immer mehr Menschen? Die Antwort liegt näher, als man denkt. Deutschland braucht eine starke Schiene. Nur mit einer starken Schiene können wir unsere Klimaziele wirklich erreichen. Die starke Schiene macht die Mobilität von morgen möglich. Die Bahn kommt, wie gerufen. Erst recht für einen Minister, der nach dem Debakel um die Pkw-Maut dringend gute Nachrichten braucht. Die 20er Jahre stehen unter dem Motto, machen, jetzt, es wird das Jahrzehnt der Schiene. Allein die genannten Zahlen zeigen, dass wir einen Wow-Effekt auslösen wollen. Insgesamt über 150 Milliarden Euro will der Bund, sollen wir Steuerzahler,
in den kommenden 10 Jahren für die Bahn aufbringen. Deshalb lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass wir nicht nur vor einem Jahrzehnt der Eisenbahn stehen, sondern tatsächlich auch vor der größten Wachstums-, Investitions- und Modernisierungsoffensive in der mehr als 180-jährigen Geschichte der Eisenbahn. Tatsächlich ist das Gesamtpaket üppig. Doch Schienen, Netz und Fuhrpark sind offenbar jahrzehntelang vernachlässigt worden. Jetzt auf einmal geloben Bahnchef und Politik Besserung. Binnen 10 Jahren. Wie soll das klappen? Ich muss weg, mein anderer Termin läuft schon. Tut mir leid. Bahnchef Richard Lutz hat keine Zeit für uns. Sein Pressesprecher will das übernehmen. In der Zentrale in Berlin. Der Konzern soll sich mit vielen Milliarden Steuergeld selbst neu erfinden. Bis 2030. Ja, Panikrufe helfen überhaupt nicht. Wir sind fest überzeugt, dass die Bahn mit ihrer Strategie starke Schiene auf dem richtigen Weg ist und mit mehr Zügen, mehr Mitarbeitern, aber auch mehr Infrastruktur, mit mehr Schienennetz den Verkehr der Zukunft bewältigen kann. Diese Dauerkritik, zu spät, zu unpünktlich, zu alt, wie sehr nervt Sie das? Ja, die Klischees, die über die Deutsche Bahn kursieren, sind ja langlebig. Aber es ist erfreulich zu bemerken, dass das Image der Bahn in diesen Monaten der Pandemie auf einem Höchststand ist. Weil man, glaube ich, auch merkt, dass wir als Bahn hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Wir haben das Land am Laufen gehalten. Montag früh um 6 in Osnabrück. Die Bahn hält auch ihre Kunden am Laufen. Früher, als denen das lieb ist. Johanna Reinker ist an diesem Wintermorgen auf dem Weg zur Arbeit. Zurzeit fahre ich so früh, weil es diese Umleitung gibt über Rheine. Und der Zug deswegen eine Stunde länger braucht, ungefähr eine Stunde länger braucht. Und um dann noch passend bei der Arbeit zu sein, muss ich diesen Zug nehmen. Jeden Morgen, jeden Abend. Wegen einer Baustelle 2 Stunden länger im Zug pro Tag. Das ist das Los der Pendler. Denn mit dem Auto nach Dortmund, das ist keine echte Alternative. Ich fahre schon gerne Bahn. Das ist an sich sehr angenehm. Ich kann eben im Zug schlafen, ich kann arbeiten, ich kann mich auch unterhalten. Das ist irgendwie entspannter, dann anzukommen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Bahn einen zurzeit schon ziemlich fordert. Außer einer Handvoll Leitgenossen fährt fast niemand so früh. Ohnehin sind noch nicht viele Züge unterwegs. Der Vorteil? Johanna Reinkers ICE ist pünktlich. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin ja positiv, dass das so bleibt. Vielleicht ein paar Minuten, das ist aber kein Problem. Start in Osnabrück. Kurze Ehrenrunde, Richtungswechsel und Minuten später fährt der Zug durch Osnabrück. Derselbe Bahnhof, andere Richtung. Jetzt gen Westen, wegen der Umleitung über Rheine. Ohne die Bahn wird es nicht gehen. Aber wir müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass die nächsten 10 Jahre auch mit der Bahn sehr anstrengend werden. Für Johanna Reinker sind es erstmal nur anstrengende 2 Monate. Jeden Tag 2 Stunden länger in der Bahn. Der direkte Weg, die Hauptachse Osnabrück-Münster, gesperrt. Oberleitungen, Gleise und Weichen werden erneuert. Ein neues elektronisches Stellwerk gebaut. Baustellen wie diese hier Ende 2019 sind vielerorts dringend nötig, damit die Bahn wirklich durchstarten kann. Doch sie werden das Netz über Jahre lahmlegen. Immerhin, Johanna Reinkers Zug ist heute Morgen pünktlich. Wir erreichen jetzt Dortmund. Doch auch sie ist verblüfft von den ehrgeizigen Zielen. Bis 2030 will die Bahn doppelt so viele Fahrgäste transportieren, in viel mehr Zügen. Es ist jetzt schon so, dass häufig gesagt wird, Verspätung wegen zu hoher Zugfolge oder zu viel Ein- und Ausstieg und also Verzögerungen im Betriebsablauf im Allgemeinen. Wenn jetzt noch mehr Passagiere und noch mehr Züge, dann würde ich jetzt laienhaft behaupten, dass das nicht einfach so funktioniert. Tatsächlich ist das Netz schon heute überlastet.
11. Klasse in Abschnitt A. Hier in der Leitzentrale der Deutschen Bahn in Frankfurt managen sie ein System am Limit. Es ist Freitagmittag, letztes Jahr vor Corona. Und eine Lok ist kaputt. Ich frage mal, wie viele Reisende wir im Zug haben, dass wir wissen, wie viele Fahrzeuge wir brauchen. Die Passagiere sollen den Zug wechseln. 700 Leute und bis Hannover, weil da noch Messe ist, werden es bis zu 900. 900 Reisende, oh Gott, ab Hannover. Die Reisenden müssen informiert werden. Etwas, woran die Bahn oft scheitert. Und ein Ersatzzug muss her. Was ist denn mit dem 102? Ist das noch eine Option? Wenn der aus der Werkstatt käme, gut, dann hättest du ja für den dann mindestens was. Ja. Das wäre noch eine Option, oder? Aber wo ich sehe gerade, oh Gott, der hat ja Verspätung. 55 Minuten. Permanente Mangelverwaltung. Mit Folgen für Millionen Fahrgäste. Also ich habe jetzt so Pi mal Daumen 630 Plätze. Das geht auch von den Gebuchten her, müsste das aufgehen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da eine Alternative ab Hamburg finden, Richtung Frankfurt. Ja. Noch für die anderen Reisenden, die nicht mitkommen, die dürfen dann halt eine Stunde später fahren. Beziehungsweise, wenn wir zeitig informieren, jetzt haben wir noch Zeit, können sie auch eine Stunde eher fahren. Guck dir doch mal an, wenn das mit dem 160. nicht klappt, 802 auf 771. Der hat Verspätung, aber den müssten wir dann am Hauptbahnhof wenden. Aber ob das gehen würde, dann könnten wir uns noch mal durchretten. Und dann hätten wir erstmal alle Löcher gestopft. Doch das nächste Loch folgt sogleich, am Frankfurter Flughafenbahnhof. Es gibt ein Problem mit dem ICE aus Köln. Fünfzehn Minuten Verspätung. Aber in der Verkehrsleitzentrale weiß Jan Weinfurtner, es ist schon viel mehr. Und jetzt hat auch noch der Lokführer Feierabend. Wir haben den 11.09, der ist verspätet mit etwa 40 Minuten. Da müssen wir den Lokführer einmal im Frankfurter Flughafen ablösen. Bitte die Bereitschaft, Gastfahrt vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Flughafen schicken. Information zu ICE. Mehr als 40 Minuten Verspätung. Anschlusszüge sind da längst weg. Die Reisenden sind darauf angewiesen, dass in der Leitzentrale kluge Entscheidungen getroffen werden, die aber oft neuen Ärger bringen. Aufgrund einer technischen Störung kann unser Zug heute leider nicht in Stuttgart halten. Ich habe Anschlusszüge, informieren wir Sie rechtzeitig. Ich bitte Sie bis dahin noch um etwas Geduld. Das passiert laufend. Anschlüsse werden natürlich laufend zu- oder abgesagt. Beispiel, 100 Reisende steigen in Frankfurt um auf einen Zug, der nach Kassel fährt. Wird dieser Anschluss gewährt, muss der Zug 5 Minuten warten. Wird der Anschluss nicht gewährt, kann der Zug pünktlich abfahren. Das heißt, ich habe für diese 100 Reisenden weniger Reisezeit. Ich habe aber vielleicht für 800 andere Reisende, die nach Kassel müssen, 5 Minuten Verspätung wiederum. Und da muss man aufpassen, dass man das Gesamtverkehrssystem immer im Blick behält, dass es auch noch funktioniert als Gesamtes. Zurück in Hamburg beim Lokführer-Intensivkurs. Statt Simulator nun Theorieunterricht mit Ausbilder Sebastian Schlemmer. Lokführer werden dringend benötigt für eine Bahn, die bis 2030 rund erneuert sein soll. Der Plan ist gut, realistisch nein. Also 10 Jahre, finde ich, ist fast unmöglich. Im Bereich des Personals wird es nicht funktionieren, aber auch in der Infrastruktur nicht. Wenn ich alleine gucke, hier Hamburger Bereich, wo wir ja nun wohnen und ich auch jeden Tag zur Arbeit herfahren muss, wie häufig mein Zug irgendwo steht, weil das heißt, wir können nicht weiter, die Gleise sind durch einen anderen Zug besetzt. Da muss einfach viel, viel mehr noch im Hintergrund geschehen. Wir sind signalgeführt, eingefahren von A mit HP2. Ja. Nach N4 und von N4 geht es ins Gegengleis. Okay. Welche Geschwindigkeiten? Zeichnen mal ein, wie weit welche Geschwindigkeiten. Die Zeiten, als die Fachkräfte einfach von selbst zur Bahn kamen, sind lange vorbei. Als kleiner Junge steht man ja, ich glaube, jeder von uns mal vor einem Zug und denkt, wäre schon schön. Aber mit der Zeit ist es bei mir zumindest verflogen. Weil ich eigentlich immer klar für mich war, dass ich kochen werde. Aber als das nicht mehr ging. Und jetzt? Jetzt bin ich super glücklich.
möchtest mit deinem Zug von da... Von in den nächsten Jahren sollen 100.000 Stellen bei der Bahn neu besetzt werden. Obwohl der Arbeitsmarkt für Fachkräfte leergefegt ist. Das Problem scheint hausgemacht in jenen 2000er Jahren, als die DB möglichst schlank an die Börse wollte. Man hat an vielen Stellen als erstes das eingespart, was, wo man immer sagt, es ist das teuerste, nämlich das Personal. Man hat also gestrichen, wo man konnte. Man hat halt gesagt, okay, ein Lokführer kann nicht nur eine Stunde fahren, er kann auch zwei Stunden am Stück fahren. Und so hat man dann nach und nach dann erstmal die Leute weggestrichen. Was sich jetzt im Nachhinein natürlich bitter rächt. Schon vor 25 Jahren peilte die Bahn diese Richtung an. Weniger Personal, weniger Strecken, mehr Ertrag. Mit der Bahnreform. Der Bund hofft für die nächsten 10 Jahre auf eine Kostenersparnis von 100 Milliarden Mark. Die damals neu gegründete Bahn AG gehört zwar immer noch komplett dem Bund, doch endlich modernes Management statt einer Behördenbahn. Das war die Idee. Wir wollen mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Wir wollen den Haushalt entlasten, den Steuerzahler. Und wir wollen bessere Angebote für unsere Kunden machen. Damals schon eine alte Leier. Denn bereits seit den 1960er Jahren sorgt der dringende Reformbedarf der Bahn für Frust. Die Bundesbahn muss an Haupt und Gliedern überholt werden. Sie muss ihren Charakter ändern. Und wenn sie so bliebe, wie sie einmal war, müsste sie zur Kenntnis nehmen, dass sie als völlig veraltet vom Markt ausgeschieden wird. Sie muss sich diese Korrekturen an sich selbst also gefallen lassen und auch viel an ihrer Haltung ändern. Heute gilt der Konzern vielen als unreformierbar. Die Schulden erneut auf einem Höchststand. Das Schienennetz bedeutend kleiner als 1994. Doch die Bahn bleibt selbstbewusst. Die Bilanz nach 25 Jahren Bahnreform ist positiv, denn wir können schon stolz sein, dass wir nach 25 Jahren Bahnreform die beiden Ziele, die man damals 1994 verfolgt hat, erreicht haben, nämlich eine spürbare Entlastung des Bundeshaushaltes, also der Steuerzahler, und das bei steigenden Leistungen. Beim Bundesrechnungshof in Bonn stutzen sie über diese Bilanz und bewerten die hohen Schulden, das vielerorts marode Schienennetz und den oft unpünktlichen Personenfernverkehr anders. Wir haben ja nun mal zu bilanzieren, dass die Verkehrswende nicht geschafft worden ist und dass die Bahn in gewisser Weise ein finanzielles Fass ohne Boden geworden ist. Also wir haben im Grunde eine Lose-Lose-Situation. Wir haben keine bessere Performance auf der Schiene zulasten der Fahrgäste und der Güterkunden. Und andererseits haben wir viele, viele Steuergelder, die die Bürger ja aufgewendet haben, sozusagen zuschießen müssen, um diesen schlechten Zustand zu haben, wenn man so will. Dieser schlechte Zustand macht auch so manchem altgedienten Bahner Sorgen. Klaus-Dieter Hommel ist Chef der Eisenbahngewerkschaft EVG und im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Die V60-Lok hier bei der Museumsbahn in Norden ist unkaputtbar. Der Deutschen Bahn dagegen geht zu oft die Puste aus, meint er. Die Stellschrauben sind Pünktlichkeit und Qualität. Und ich persönlich habe wenig Verständnis dafür, dass es uns über Jahre nicht gelingt, die Dinge so zu entwickeln, wie sie schon mal in der Vergangenheit geregelt waren. Und das ist sehr bedauerlich und da würde ich mir wünschen, dass die Dinge wesentlich schneller verlaufen. Aber jetzt sind Sie ja Aufsichtsrat. Ja. Warum machen Sie nicht einfach was, damit die das endlich machen? Sie könnten doch viel entschiedener fordern, was zu geschehen ist. Das tun wir. Wir als Aufsichtsratsmitglieder sind aber nicht in der Mehrheit. Und der Aufsichtsrat fällt Entscheidungen mit Mehrheit. Die Mehrheit im Bahnaufsichtsrat haben nicht die Gewerkschafter, sondern hat der Eigentümer in Berlin. Der Bund. Im Juni, mitten in der Krise, die der Bahn einen Milliardenverlust beschert, verkündet Verkehrsminister Andreas Scheuer den nächsten großen Wurf. Den Masterplan Schienenverkehr. Ich spreche nicht gern von Revolution. Ist für einen konservativen Politiker ohnehin ein schwieriger Begriff. Trotzdem muss ich schon bei diesem Prozess sagen, dass wir mit diesem System Umstieg eine kleine Revolution auslösen. Und die Bahn?
feiert in aufwendigen Werbefilmen vollmundig mit. Wohin soll die Reise gehen? Das haben sich wahrscheinlich schon die Erfinder der Eisenbahn gefragt. Mit dem Deutschlandtakt arbeiten wir daran, dass Pünktlichkeit wieder unsere größte Tugend wird. Züge sollen verlässlich durch unser Land fahren. Alle 30 Minuten im Fernverkehr, mit schnelleren Verbindungen und sicheren Anschlüssen bis an jedes Ziel. Also, wohin soll die Reise gehen? Für den Schienenverkehr des 21. Jahrhunderts. Ohne Zwischenhalt in Richtung Zukunft. Pünktlich, verlässlich, schnell. Sichere Anschlüsse. Das klingt tatsächlich nach Revolution. Viele Jahre lang haben wir über den Deutschlandtakt diskutiert. Manche haben sogar gesagt, der kommt nie. Der Deutschlandtakt wird nie Realität. Und wir beweisen heute, es geht. Es geht doch. Und das Motto in der Tat des Deutschlandtakts lautet öfter, schneller, überall. Mehr Züge, kürzere Reisezeiten. Der vielgepriesene Deutschlandtakt. Von Flensburg Richtung Göttingen, von Greifswald Richtung Osnabrück. Künftig jede Stunde ein Zug. Zwischen den Metropolen sogar jede halbe Stunde. Umsteigen ohne lange Wartezeiten, deutschlandweit. Dafür bräuchte es viel mehr Züge, schnellere Bahnstrecken und erheblich mehr Personal. Eine wahre Mammutaufgabe. In weniger als 10 Jahren. Glauben Sie wirklich, dass 2030 in Deutschland ein Deutschlandtakt fährt? Also ich will es mal so formulieren. Ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, Gott sei Dank nicht, wo wir verkehrspolitisch mit dem Verkehrsträger Schiene hinwollen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben auch kein Finanzierungsproblem in den nächsten Jahren. Aber ein Umsetzungsproblem. Ja. Wieder beantwortet der Chef lieber andere Fragen. Mit uns spricht der Pressesprecher. Über die nicht mehr nur leisen Zweifel, ob der Masterplan des Ministers mehr sein kann als ein populäres Wahlkampfversprechen. Wir tun alles dafür, die Infrastruktur so zielgerichtet auszubauen, dass der Deutschlandtakt 2030 Realität wird. Ob der jetzt in allen Facetten schon in 10 Jahren Realität ist, das vermag ich heute nicht zu sagen. Wir sind keine Propheten, aber wir tun alles dafür, das kann ich versprechen. Uns, dem deutschen Volk, gehört die Bahn. Hier im Bundestag wird deshalb regelmäßig über sie gestritten. Matthias Gastel von den Grünen nimmt dem Minister seine kleine Revolution jedenfalls nicht ab. Es ist so, dass es in der mittelfristigen Finanzplanung leider nicht abgebildet ist. Es ist leider auch Fakt, dass im laufenden Jahr sogar eingespart wurde bei den Infrastrukturgeldern für die Deutsche Bahn, was den Aus- und Neubau angeht. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Im vergangenen Jahr 2019 wurden in Deutschland 233 Kilometer neue Autobahnspuren und Bundesfernstraßen gebaut, aber nur 9 Kilometer neue Bundesschienenwege. Die vielen Milliarden für die Bahn landen offenbar zu wenig spürbar auf den Schienen oder in den Zügen. Vielen Kritikern ist der Staatskonzern zu groß geworden. Mit einem Eigenleben, das Fortschritt hemmt. Das riesige Schienennetz etwa gehört dem Konzern. Es ist ja auch nicht so, dass die Flughäfen der Lufthansa gehören oder die Autobahnen einem Automobilhersteller oder so, sondern es muss klar sein, dass die Infrastruktur nicht im Deutsche Bahnkonzern ist. Also eine saubere Trennung wäre eine logische Sache. Das sehen Sie in Berlin beim Eigentümer naturgemäß anders. Die DB sei, so wie sie ist, die erfolgreichste Bahn in Europa. So soll es bleiben. Die Probleme bleiben auch. Soll der Deutschlandtakt Realität werden, muss das Netz auf vielen Strecken aus- und zum Teil neu gebaut werden. Auch Güterstrecken, damit andernorts genug Platz für die Personenzüge ist. Außerdem dringend nötig die Entlastung der Nadelöhre, der Knoten im Schienennetz.
das meiste davon bislang weder konkret geplant noch genehmigt oder finanziert. Wenn man weiß, wie lange Baumaßnahmen im Schienenverkehr gedauert haben, beispielsweise im Falle Deutscher Einheit mehr als 20 Jahre, dann sind wir jedenfalls weit, weit, weit über das Jahr 2030 bzw. 2050 hinaus. Das ICE-Werk in Hamburg-Eidelstedt, künftig das Leitwerk für die neue ICE-4-Flotte. Hier ist der Aufwind zwar bereits spürbar, doch Enak Ferlemann, der CDU-Mann aus Cuxhaven und Mr. Bahn der Bundesregierung, weiß auch, das Unternehmen ist noch längst nicht fit für die Zukunft. Man kann das so umschreiben, was die Bahn jetzt hat, sind Wachstumsschmerzen. Das heißt, sie fährt immer mehr und mehr Verkehr, sie hat immer mehr Passagiere, aber sie hat immer noch die gleiche Infrastruktur. Das heißt, es klemmt, es wird eng. Das nennt man auf der Straße Stau, auf der Schiene ist das dann Verspätung. Deshalb wird überall im Land ausgebessert. Trassen und Schienen sind zum Teil jahrzehntelang vernachlässigt worden und müssen jetzt, wie hier bei Husum, dringend instand gesetzt werden. Dies ist nur ein Abschnitt eines Schienennetzes von insgesamt knapp 40.000 Kilometern. Eine Vielzahl von nötigen Neubauprojekten kommt noch obendrauf. Und damit beginnen die Probleme erst richtig. Seit jeher fordern neue Strecken und Hochgeschwindigkeitstrassen immer eins heraus: Protest. Über 900 Hektar verschlingt die Trasse dieser 250 Stundenkilometer schnellen Bahn der Zukunft. Auch in diesem Tal ist die Idylle bald dahin. In den Wäldern Vermessungspunkte. Schlichte Hinweise auf das derzeit größte Eisenbahnprojekt der Republik. Heute Nachmittag waren die Umweltschützer nicht untätig während der für die Presse organisierten Rundreise über die Baustellen. Dass die Bahn teilweise wieder aufforstet, neue Feuchtbiotope anlegt, kann die Verbitterung über die Landschaftszerstörung nicht eindämmen. Die Bahn dagegen sieht ihren Nutzen und hofft auf dieser Strecke mit Tempo aus den roten Zahlen herauszufahren. Gut 35 Jahre später ist die Ausgangslage nahezu unverändert. Die Bahn muss kräftig aufrüsten, um den Wünschen und Vorgaben der Eigentümer gerecht zu werden. Die ICE-Flotte wird weiter wachsen. Hier in Eidelstedt sind aktuell bereits 150 neue Mitarbeiter eingestellt worden. Für eine echte Revolution braucht es aber pünktliche und schnelle Züge. Quer durch Deutschland. Deswegen haben wir das ehrgeizige Ziel, Bonn, Köln, Berlin in 4 Stunden. So, und dafür wollen wir die Infrastruktur schaffen. Dann hört die Fliegerei zwischen Berlin und Köln-Bonn auf. Relativ einfach. Und das hat sich in der Diskussion verändert. Die Menschen verstehen das und sagen, na ja gut, wenn das das Ziel ist, dann akzeptiere ich auch Baumaßnahmen. Weil das ja dem großen Ziel dient. Dieses große Ziel aber verstehen die Menschen hier nicht so gut. Protest in Bückeburg gegen eine Neubaustrecke, die wohl nötig wäre, wenn das ehrgeizige Ziel der Regierung erreicht werden soll. Bückeburg liegt zwischen Hannover und Bielefeld. Da gibt es schon eine Bahnstrecke, doch die wäre zu langsam. Die 2 Millionen Leute in Berlin und 17 Millionen in Nordrhein-Westfalen, die bestimmen, wo lang gefahren wird und wie schnell da lang gefahren wird. Weil die wollen entweder nach Berlin oder von Berlin halt nach Köln oder Düsseldorf. Von mir aus gerne, aber was bringt das denn? Was bringt das für mich? Für Sie würde es nichts bringen. Wir als Bürgerinitiative wollen, dass die Bestandsstrecke ausgebaut wird. Und dann könnte man nämlich noch einen richtigen Lärmschutz dran machen. Ja. Und dann würden die Bürger entsprechend geschützt werden. Ja. Und man würde keine Natur zerstören. Bloß für die 4 Stunden von der Hauptstadt ins Rheinland, für den Deutschlandtakt, müssten die Züge hier 300 km/h fahren. Doch dieses Tempo ließe sich auf der Bestandsstrecke nicht erreichen. Das ist das große Problem, was wir in Deutschland haben. Wenn Sie in einem Saal sprechen und sagen zur Verkehrspolitik ganz allgemein, wir wollen den Verkehr von der Straße auf die Schiene und die Wasserstraße verlagern, kriegen Sie bei weit über 90% der Menschen großen Applaus. Wenn Sie dann anschließend sagen, und zu eurer großen Freude bekommt ihr jetzt hier eine zweigleisige Schnellbahn her, dann schlägt die Freude in Ablehnung über und dann tritt genau das Gegenteil ein. Das ist eine
merkwürdige Haltung in Deutschland, die wir aber leider überall antreffen. Es geht um 31 Minuten Fahrzeit. 17 Minuten schneller als bisher zwischen Hannover und Bielefeld. Doch Thomas Ripke fragt sich, warum eine komplett neue Bahnstrecke im Süden bauen, wenn es doch im Norden eine bestehende gibt, die man ausbauen könnte. Da lassen sich allerdings nicht die 31 Minuten realisieren, sondern da wäre es dann halt eine Fahrzeit von 36 Minuten zwischen Hannover und Bielefeld. Auf der Strecke hier unten runter, die hier lang gehen würde, da würde man die 30 Minuten schaffen. Also die einzige 300-Kilometer-Strecke, die den Deutschlandtakt in 17 Minuten kürzer zwischen Hannover und Bielefeld schafft, ist hier unten. Ist im Grunde genommen die hier unten, diese Linie. Das heißt, Sie gehen im Moment davon aus, dass diese Linie hier auch Realität wird? Ich fürchte ja. Reizvoll wäre die Neubaustrecke für die vielen Pendler aus den Zentren Berlin und Rhein-Ruhr, zwei der größten Metropolregionen. Vorteile für die Menschen hier sind rar. Was uns besonders zornig macht, ist, dass wir 2004 alle Bürger und alle Kommunen, dass sie sich alle einig waren, dass das genau die richtige Geschichte ist. Bahn ja, am Bestand ausbauen, Lärmschutz, Naturschutz, alles ist berücksichtigt. Die Kommunen standen halt dahinter und es ist nichts passiert. Und jetzt wird behauptet, die Bürgerinitiativen sind immer dagegen oder sie wollen irgendetwas nicht. Was aber nicht stimmt, sondern es gab eine Übereinkunft von allen Leuten. Sie hätten sofort 2004 loslegen können und wir wären jetzt fertig. Wir wären jetzt fertig. Thomas Ripke möchte uns von oben zeigen, was ein solches Neubauprojekt für die Region bedeuten würde. Denn an einem mangelt es im Schaumburger Land schon jetzt nicht. An Hauptverkehrsachsen. Eine Autobahn, zwei Bundesstraßen, eine Bundeswasser- und eine Binnenwasserstraße. Und eben die Bahn. Da hinten, da wohne ich, quasi zwischen Mittellandkanal und der Strecke, die da hinten lang geht. Und das ist die Bestandsstrecke, die wir gerne ausbauen wollen. Jetzt sieht man da zum Beispiel auch auf der Bestandsstrecke, kommt gerade ein ICE. Da unten ist der kleine Wurm zu sehen. Aus dieser bestehenden Strecke, der bisherigen Ost-West-Achse zwischen Hannover und Bielefeld, könnte man viel mehr machen, findet die Bürgerinitiative. Dann sehen wir, wo die Häuser aufhören, dass da auf einmal nur noch zweispurig ist. Und da beginnt halt quasi das Nadelöhr, wo wir gerne hätten, dass es halt entsprechend ausgebaut wird mit dem natürlichen Lärmschutz. Für den Deutschlandtakt aber und ein paar Minuten Zeit gewinnen, müsste der ICE bald mit 300 km/h eine neue Route fahren. Dann muss man gucken, wie kann man sie so menschenverträglich wie möglich und so naturverträglich wie möglich machen. Und ich glaube, da werden viele überrascht sein, auf was für Lösungen wir alles kommen, mit denen man da vielleicht gar nicht rechnet vor Ort. Wir werden da nicht die Natur, da den Raubbau an der Natur betreiben. Also ich bin Christdemokrat, ich weiß, was Schöpfung bedeutet und ich werde nicht das Auetal da völlig durchschneiden. Brauchen die Menschen keine Sorgen zu haben. Ohnehin sind die großen Neubauprojekte vielleicht prestigeträchtig. Aber für eine wirklich starke Schiene braucht es mehr. Etwa schlicht größere Bahnhöfe. Was in der Öffentlichkeit im Prinzip gar nicht diskutiert wird. Es wird immer über Hochgeschwindigkeitsstrecken gesprochen. Es wird aber nicht über Bahnsteigkanten gesprochen. Was ist eine Bahnsteigkante? Das wissen wir alle. Dort steigen wir ein und aus. Und wenn ich in einem Bahnhof einen Takt organisieren will, dann müssen alle Züge zum Takt, zur Taktzeit im Bahnhof sein. Und da fehlen heute einfach schlicht und ergreifend die Gleise. Plötzlich soll alles neu und anders sein. Gleise, Bahnhöfe und idealerweise Strecken, auf denen die Züge so schnell fahren dürfen, wie sie können. Wie sie schon sehr lange können. Hauptlokführer Romano Henning fährt einem neuen Weltrekord entgegen. 404, 405. Auf der Schleipachbrücke ist er erreicht. Tempo 406 oder ganz genau 406,9. Verkehrs- und Forschungsminister strahlen.
Die große Anspannung löst sich beim Verzehr von Gummibärchen. Das war 1988. Im Regelbetrieb ist diese Geschwindigkeit bis heute in Deutschland undenkbar. Da orientiert man sich eher an den späten 70er Jahren. Langsam rollt die Bundesbahn schneller. Mit Beginn des Sommerfahrplans sogar superschnell. Ab Mai dieses Jahres werden 2 TE- und 4 IC-Zugpaare hier zwischen Langenhagen bei Hannover und Uelzen 200 Stundenkilometer fahren. Anfang der 80er Jahre ist vorgesehen, auch zwischen Uelzen und Hamburg diese Strecke auf diese Geschwindigkeit auszubauen. Tatsächlich hat das geklappt. Und auch über 40 Jahre später hat sich daran nichts geändert. 200 km/h, schneller ist verboten. Gute Strecken für schnelle Züge. Und Menschen, die die Züge fahren. Lokführer. Die braucht eine starke Bahn. Markus Flasswinkel hat seine Ausbildung zum Triebfahrzeugführer inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Kurios ist, dass er nicht als Lokführer arbeitet, sondern jetzt selber Lokführer-Fachausbilder ist bei einem privaten Unternehmen. Das hat natürlich auch den Vorteil, wochenends bin ich zu Hause bei meiner Familie. Ich habe eine junge, kleine Familie zu Hause. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil und war auch eine Entscheidung. Und am Punkt in der Entscheidung, warum ich es jetzt so mache. Hast du den Lösezustand jetzt? Fachkräfte sind rar in der ganzen Branche. Wenn du die prüfst, guten Halt, dann einmal richtig gegentreten. Und die Deutsche Bahn ist ein Player von vielen. Markus hat sich zur rechten Zeit für das richtige Business entschieden. Allein dadurch, dass es unsere Zukunft sichert, ist es schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und wir brauchen uns um unsere Jobs keine Sorgen machen. Die wird es immer geben, die werden immer mehr gefragt. Sie alle werden gebraucht, damit die große Politik ihr Versprechen halten kann. Die Bahn zum Verkehrsträger Nummer 1 zu machen. Ich hoffe es. Dran glauben tue ich noch nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Weg zu einer tatsächlichen Verkehrswende ist sehr weit. Zuletzt gab es neuen Ärger. Zu zögerliches Durchgreifen bei der Maskenpflicht. Kein zwingendes Abstandskonzept, jetzt, da die Züge wieder voller werden. Immerhin, kleine Helden werden geboren. Das ist Schwitzen, so ein Atmen, das nicht gut atmen. Das sind spezielle Zeiten, oder? Ja, genau. Aber das ist speziell, aber es geht. Corona wirft auch ein Schlaglicht auf die großen Baustellen des Konzerns. Corona hat uns in die größte finanzielle Krise seit Bestehen der Deutschen Bahn AG geführt. Wir sind aber gleichwohl überzeugt, dass wir aus dieser Krise herauskommen, auch gestärkt herauskommen. Und das, was wir schon vor der Pandemie beschlossen haben, nämlich ein ehrgeiziges Investitionsprogramm, genau das Richtige ist. Die Bahn, von der Politik seit Jahrzehnten vernachlässigt, obwohl sie uns allen gehört. Niemand würde Profit erwarten und satte Gewinne, wenn sie nur endlich würde, was sie immer sein wollte. Ein Unternehmen Zukunft.